Ich bringe als erstes einen Entschließungsantrag der Freiheitlichen Partei an. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und Bundesminister für Finanzen, werden aufgefordert, das Erforderliche zu veranlassen, damit die Gehälter der Manager von staatsnahen Betrieben, wie zum Beispiel ÖBB, ASFINAG, und der Manager jener Banken und Versicherungen, die die staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen, mit der Höhe des Gehaltes des Bundeskanzlers gemäß dem Bezügegesetz gedeckelt werden. Herr Minister Faymann und meine Damen und Herren der kommenden neuen Koalition, ich weiß nicht wirklich, in welcher realen Welt Sie sich vorstellen, sich zu befinden. Sie schelten die Opposition, weil sie Opposition ist. Sie erwarten, dass die Opposition Loblieder anstimmt. Aber es wäre doch schön, wenn Ursachen für Loblieder vorhanden wären. Das ist nicht vorhanden, ganz im Gegenteil. Ist es nicht so, dass etwas immer wieder beschworen wird, nämlich Stabilität, Faktenorientiertheit und welche Vokabeln da noch alle hineinpassen, und ausgerechnet in einer Zeit, wo es keine Koalition gegeben hat, keine Koalitionsabsprache, hat dieses Haus binnen einer Woche ein komplexes Bankenpaket beschlossen, verhandelt und beschlossen. Das heißt, es bedarf nicht des sogenannten Stabilitätsprogramms einer neu aufgelegten Regierung der Minderheiten in diesem Land, um staatstragend effektiv zu werden. Die Frage ist nur, ob wir eine in die Zukunft gerichtete Perspektive erkennen können, dass das geschenkte Vertrauen von den höchsten Organen, den zuständigen Ministern, missbraucht oder gerechtfertigt wird. Es darf nicht sein, dass im Schutzschild des Bankenpaketes dennoch die bedürftigen Klein- und Mittelbetriebe und auch die Häuselbauer und auch die Leute, die einen Fremdwährungskredit genommen haben, in das Würgeeisen genommen werden, ihnen notwendige Kredite nicht gegeben werden und die tatsächlich steuertragende Klasse des Landes erneut von Austrocknung bedroht ist. Denn das sind die, die die Steuerleistung erbringen, und nicht die Manager, die sie eh noch Farbenlehre austauschen. Dankeschön.